Dienstagabend, 7. April, 18 Uhr, pünktlich auf die Sekunde. Wunderbar, dass ihr mit dabei seid heute beim Bleib daheim Kulturkonzert. Das dritte in dieser Reihe, und wir hatten es ja gesagt hier auch hier im Landkreis, dass wir gerne in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit des Coronavirus, der uns die Theater zumacht, der uns die Bühnen zumacht, der uns Auftrittsmöglichkeiten für unsere lokalen und regionalen Künstler einfach unmöglich macht, dass wir dennoch Kulturerlebnisse, Kulturevents euch näher bringen wollen und dass ihr in gewissem Sinn eine Teilhabe auch an Kulturereignissen in dieser Zeit haben könnt. Heute also das dritte Konzert und wir sind einmal mehr in der Stadthalle in Landstuhl und freuen uns heute Abend auf ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis, das wiederum in der Kooperation und Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Kaiserslautern hier stattfinden kann. Dieses besondere musikalische Erlebnis wird nämlich sein, eine Sängerin hier in Landstuhl sehr bekannt, und sie wird uns portugiesische Fados vortragen und auch noch französische Chansons. Also schaltet ein und sagt es immer gerne weiter, liked es und teilt es natürlich. Und jetzt viel Spaß und viel Vergnügen und bleibt gesund bei dem dritten Konzert Bleib daheim Kultur heute Abend mit Angelika Schmalbach. Hallo, liebes unsichtbares Publikum. Ich beginne mein Programm mit drei Fados und wollte ganz kurz in einem Satz sagen, worum es in den Liedern geht. Der erste Fado handelt von Lissabon. Es ist eine Liebeserklärung an die Hauptstadt von Portugal. Cheia de encanto, a beleza sempre a sorrir, Dona Formosa, e a vestir sempre a rosa. O branco ver a saudade, cobre o terra, o estorim da princesa. Olá, senhores, esta Lisboa de outras cheiras. Doce encarez das esferas e das tararas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregos matinais, que já não volta mais. Lisboa de ouro e de prata, outra mais linda não vejo, eternamente a brincar e a cantar de contente. Até a semelhar a ser trata, luz a cristal e ouro tejo. Alai, senhores, és a Lisboa de outras cheiras, dos cinco reis das esperas e das tauraras reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregos matinais, que já não volta mais. Festas das seculares procissões, dos populares pregos matinais, que já não volta mais.
Der zweite Fado kommt aus Coimbra, einer Universitätsstadt. Und die Stadt wird beschrieben wie das Studieren. Also Coimbra ist die Lektion, die Frauen sind die Bücher und so weiter. Also es werden Bilder von der Universität oder vom Studieren auf Coimbra, auf die Stadt übertragen. Im dritten Fado geht es um einen der ältesten Stadtteile von Lissabon, um die Mouraria. Und das ist auch kulturell der reichste Stadtteil. Und ich denke, einer der Ursprünge des Fado. Amor que eu vendo
che onda corra toda ora trago comigo. Ai, moraria dos ruginos dos berais, dos vestidos cor de rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa vossa rosa na guitarra soluçar. Ai, da 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 da. Im zweiten Teil werden Sie drei Chansons so aus den 70er Jahren hören. Das erste Chanson hat Henri Salvador geschrieben. Da können Sie sich tragen lassen von der karibischen Stimmung mit Sonne und Meer. Das ist so ein ganz ruhiges, meditatives Chanson. Madudu, es geht um die Geliebte, die in der weiten Ferne ist, und er macht sich eben Gedanken, ob sie gesund ist und ob er sie wiedersehen kann. Madudu, parti. Côté de la mer qui est dans moi, sur ma tête il y a toujours le soleil, mais là-bas c'est sûrement pas pareil. Elle ne reviendra pas, moi je suis toujours là. Si longtemps,
nächste Chanson ist ein ganz bekanntes Liebeschanson von Jacques Brel und heißt Ne me quitte pas, verlass mich nicht. Jacques Brel fleht seine Geliebte an, hier zu bleiben, und er bietet ihr den Himmel auf Erden, dass er das auch tun wird. Qui tu es parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort. Couvrir ton corps d'or et de lumière, je ferai un domaine où l'amour soit roi, où l'amour soit loi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, 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 ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées dans non plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir qu'on s'insiffle flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et plus rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton âme, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Das letzte Chanson heißt auf Deutsch Der Rost, La Rouille, von Maxime Le Forestier. Und es geht darum, wie Gewohnheiten einen immer mehr in, ja, altern und auch rosten lassen. Und auch Dinge, die man einfach nicht mehr pflegt, so vor sich hin dümpeln. Das ist so die Beschreibung. Und er möchte dagegen ankämpfen mit diesem Lied. L'habitude à nous joue du tour, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer. Dès que sa chair à la rosée regarde la rouille épousée,
sur ma médaille son revers. Elle teinte bien les feuilles d'automne. Elle vient à bout des fusils cachés. Elle rangerait les grilles oubliées dans des prisons. Il n'y venait personne. Moi, je le vois comme une plaie utile, marquant le temps d'autres jaunes et de roux, là où il y aurait un charme fou, si elle ne s'attaquait. S'est-il passé entre nous de petits jours en petits jours? À la première larme séchée, la rouillée s'était déposée sur nous et sur nos mots d'amour. Si les fusils s'inventent des guerres et si les feuilles attendent le printemps, pas comme contre le temps, contre la rouille, il n'y a rien à faire. Moi, je la vois comme une déchirure, une blessure qui ne guérira pas. Notre histoire va s'arrêter. Ce fut une belle aventure. Non, ne nous verrons plus et puis, mais ne crois pas ce que je te dis. Tu sais, je ne suis pas en fer. De que cette chair à la rosée, la rouille se sera posée sur ma einsamer Applaus. Ja, der einsame Applaus muss sein, weil die Stadthalle natürlich leer ist. Und wie man hier in den Stuhlreihen sieht, ja, also diese Chansons, diese Fados von Angelika haben uns haben mich sehr berührt. Ich habe auch ein bisschen, naja, persönliche Verbindung zu beiden Ländern hin. Und ja, es gibt sofort etwas wie eine Sehnsucht. Also einmal natürlich eine Sehnsucht nach vollen Stuhlreihen hier in der Stadthalle, denn ich bin sicher, dass Angelika viel mehr Publikum verdient hat als heute, wo ich alleine hier bin. Und zum anderen natürlich auch in diesen schwierigen Zeiten, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, natürlich auch diese Sehnsucht nach Frankreich, wo es eben diese Chanson-Tradition gibt, oder auch nach Portugal, nach Lissabon und nach Coimbra, wo diese beiden Hauptrichtungen des Fados eigentlich auch herkommen und wo die zu Hause sind. Also insofern haben wir jetzt heute ein bisschen ja, in die Welt hinausgeguckt. Und ich hoffe, liebe Internetgemeinde, es hat euch gefallen und auch ihr habt so ein bisschen Gefühl dafür, wie schön es auch bei uns zu Hause sein kann, aber wie schön es dann auch wieder sein wird, wenn wir wieder reisen dürfen. Das war das dritte Konzert in der Reihe Bleib daheim Kultur im Landkreis Kaiserslautern und vielen Dank an die Stadthalle in Landstuhl, dass sie das hier ermöglicht hat, dass wir hier sein können. Und vielen Dank an die Kreismusikschule in Kaiserslautern, die sich auch als Kooperationspartner dafür stark macht, dass eben Kultur, Teilhabe in diesen schwierigen Zeiten stattfinden kann. Das nächste Kulturevent findet garantiert statt. Welches werdet ihr wie immer hier auf unserem Kanal, auf unseren Kanälen sehen und wir werden es auch wieder ankündigen. Also bleibt daheim Kultur und bleibt gesund.